Also den Alkohol nehme ich gerne mit, aber den Skoma kannst du gerne behalten. Krug. Krug. Ich sehe hier nur Krüge gerade. Aha, hier haben wir eine Truhe. Da ist noch eine Truhe. Nehme ich mal mit. Jo, also ich glaube mindestens zweimal werden wir nochmal herkommen. Perfekt. Sicherheit haben wir auch nochmal erhöht. Hervorragend. Wie sieht es eigentlich mit dem Zauber aus? Turmschlüssel. Ist frei. Wunderbar. Leute, es läuft. Es läuft richtig, richtig gut. Aber so richtig gut. Warum hast du jetzt die Laterne abgenommen? Trag sie bitte weiter. Oh, 246 Draken. Geil. Geil, geil, geil. Entschuldigung. Die Kerze nehme ich auch ruhig noch mit. Nein, jetzt stürzt mir das Spiel ab. Nein. Das Spiel ist mir abgestürzt. Mist. Wir sind aber immer noch nicht ganz durch. Immer noch nicht. Ich will das weiter aufnehmen. Zumindest eine halbe Stunde noch Kopfschussspiel. Bisschen durchhalten musst du noch. Bitte. Dreimal dürft ihr raten, was gerade passiert ist. Richtig, das Spiel ist mir einmal mehr abgestürzt. Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich liebe dieses Spiel trotzdem, auch wenn es Probleme macht. Liebe ich es dennoch. Diese Liebe kann mir dieses Spiel, kann mir auch keiner nehmen. An diesem Spiel. Es ist der Wahnsinn. Ich werde jetzt trotzdem. Da war doch, glaube ich, eine Truhe, ne? Bevor mir das Spiel abgestürzt ist, hatte ich nämlich kurz geguckt. Ja, da ist eine Truhe, genau. Die werde ich auch nochmal öffnen. War klar. Dass das passiert, war klar. Sehr schön. Was haben wir hier? Pflanzenwelt, Ursprung der Magiergilde. Tränke. Ach komm, nehmen wir die Bücher ruhig mit und die Flasche auch noch. So, ist das auch weg. Waffe. Das nehmen wir noch mit. Schnellspeicherfunktion. Die ordentlich genutzt wird in dieser Aufnahmesession, muss ich ja tatsächlich sagen. Vor allen Dingen in diesem super Tag, super Aufnahmetag, muss ich ja echt sagen. Also wir nehmen ja tatsächlich fast schon ordentlich auf. Wie gesagt, ich glaube über 5 Stunden inzwischen. Ja, 5 Stunden, ihr hört richtig. 5 fucking Stunden. Ist unfassbar, ich weiß. Nett mich ruhig sucht, die habe ich kein Problem mit, weil Morrowind macht einfach Riesenspaß. Jetzt wisst ihr auch vielleicht, weswegen es zu diesen vielen Stunden bei Skyrim bei mir gekommen ist. Also die Leute, die mich auf Steam haben, die wissen das. Bevor die Frage gestellt wird, nein, ich nehme nicht Leute ohne weiteres auf Steam an. Kann ja sein, dass es Leute gibt, die mein Klarstellungsvideo nicht geguckt haben sollten. Den kann ich das nur wärmstens empfehlen, es sich mal anzugucken. Für den Fall, dass ihr nicht wisst und auch nicht verstehen könnt oder wollt, warum ich das nicht mache. Schaut es euch an, dann wisst ihr es. Weil ich bin da so ein bisschen auf die Hintergründe eingegangen, warum das so ist. Warum ich das mache. Ich mache es nämlich nicht, um euch zu ärgern. Es hat einfach einen Hintergrund. Bitte euch das auch zu respektieren. Also die meisten von euch dürften das sowieso wissen. Und der nächste Schalk platt gemacht. Geil. Die leichte Rüstung ist auf 79. Alter, wenn das so weitergeht, kriegen wir die bald auf 100. Na komm. Und tschüss, Mann. Sehr schön. Wunderbar. Also ich werde jetzt mit euch zusammen noch die halbe Stunde aufnehmen. Eine letzte halbe Stunde, dann reicht es aber auch
echt. Dann ist erstmal Schluss mit Morrowind. Ah, dann habe ich erstmal genug aufgenommen für Morrowind. Das reicht jetzt bis, ich glaube, bis Mitte Mai reicht das definitiv aus. Also das heißt, ich kann bis Mitte April oder so, Ende April kann ich in Ruhe chillen. Das reicht vielleicht sogar bis zum nächsten Urlaub. Das wäre Wahnsinn. Das wäre echt Wahnsinn, wenn das jetzt tatsächlich der Fall wäre. Also ich habe den Schalk jetzt schon gesehen, dann nehme ich ihn auch mit, ne? Also so ist es ja nun nicht. So. Oh, der war pestkrank, okay. Alter Schwede. Und danach werde ich mich erstmal auf die Hauptprojekte konzentrieren, wobei Tiberian Sun Feuersturm tatsächlich ja auch schon bis April reicht. Also ich habe jetzt echt momentan ein bisschen Vorrat. Bisschen mehr. Momentan ist es ja auch tatsächlich so, dass ich privat nicht allzu viel spiele. Also das meiste, was ich jetzt momentan spiele, ist tatsächlich das, was ich jetzt aufnehme. Nämlich Tiberian Sun und eben halt Morrowind. Also Morrowind sogar noch wesentlich mehr. Ne, wie ihr ja merkt. Der Klippenläufer, der stand für einen Moment völlig neben sich. Wahnsinn, ey. Der gute Viper, ey. Alter Schwede. Ich glaube, ich warte mal, bis es Tag wird. Wieder. Warum wusste ich das? Ich wusste das. Irgend so ein Viech wieder dazwischen kommt. Irgendein Vieh musste kommen. Aber macht nichts. Ich nehme es immer mit. Dann würde ich sagen, sind wir mit der Höhle auch bald durch. Dann können wir auch wieder zurückkehren nach Aldruhn, die Quest abhaken und wir freuen uns. Jawohl. Thumbnails habe ich auch übrigens fertiggestellt heute für Morrowind bis zum 100. Part. Also wie gesagt, ich denke mal, dass Morrowind auch locker über 100 Parts haben wird. Ich denke mal, dass Morrowind sich so bei, ja, vielleicht 200 Parts, knapp 300 Parts festlegen wird. Denke ich mal, ohne DLCs. Könnte hinkommen. Aber es könnte auch sein, dass es überhaupt nicht hinkommt. Dass es gar nicht mal ausreicht. Ja, schön. Also ich muss sagen, in Morrowind sind mir magische Waffen nicht ganz so wichtig wie in Skyrim zum Beispiel. Da sind sie mir wesentlich wichtiger. Aber hier habe ich irgendwie zu magischen Waffen keinen wirklichen Draht. Muss ich tatsächlich sagen. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn ich die jetzt verscherbel direkt. 350, vielen Dank. Er will uns helfen, wo er nur kann. Das finde ich gut. Ihr dürft sprechen. Ja, ja. Ich weiß, was mit dem Kerl los ist. Der Kerl, der ist verzaubert. Quasi. Was heißt verzaubert? Er steht unter dem Einfluss von dem... Ich wollte gerade sagen, das sind Vulkanglasmesser, die er hat. Entschuldigung. So, die magischen Sachen behalte ich. Und den ganzen Alk, den kannst du gerne haben. Auch den hier. Ah, ich sehe gerade, der hat nicht mehr so viel Geld. Das ist schade. Alter, erlesener Weinbrand bringt 500. Heftig. Ja, so viel Geld hat er leider nicht mehr. Und vielleicht kann ich ihm das letzte bisschen aus der Tasche leiern. Nee, leider nicht. Schade. Okay, er lässt sich gar nichts aus dem Kreuz leiern anscheinend. Schade. Bist ein hartnäckiger Geschäftsmann, mein Freund. Gut, dann kehren wir nochmal zu der Höhle zurück. Und gucken nochmal, was wir da noch Schönes wegschnappen können. Welchen Tag bewegen wir uns eigentlich? 252, Alter, wir spielen fast ein Jahr. Ein Jahr. Wahnsinn. Ein Jahr, nachdem wir in Morrowind eingetroffen sind. Und die Athletik ist auch nochmal gestiegen auf 58. Und es kündigt sich ein Sturm an. Gar nicht gut. Vor allem fällt mir gerade ein, ich müsste tatsächlich mal, bevor ich nach Aldruhn zurückkehre, nochmal vorher nach Sedanin. Das ist scheiße. Mir jetzt die Pest einzufangen, ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Das ist wirklich unnötig. Das muss ja nun nicht sein.
Das wird nachher eine ordentliche Schneiderei, beziehungsweise wahrscheinlich morgen, denn es ist jetzt schon 10:30. Ihr müsst mal überlegen, als ich angefangen habe, da war es gerade mal 7:20. Trotzdem steigt die Athletik auf 58, sehr schön. Na, ich wusste es. Und tschüss, Mann. Erledigt. So, und da hinten ist die Ratte. Auch um die kümmern wir uns. Und der Sturm tobt. Keine Schwarzherzfäule, wunderbar. Das Blöde ist jetzt, dass der Wind mir so ein bisschen die Orientierung raubt. Das ist ein bisschen doof. Dadurch wird es jetzt schwerer für mich herauszufinden, wo ich hin muss. Aber wir haben ja noch die Karte zur Not, auf die wir rauf gucken können. Ich frage mich nur, was es mit diesem einen speziellen Namen auf sich hat. Ob das irgendwie für die Story relevant ist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen, denke ich mal, in diesem Let's Play. Wir haben ja auch schon einiges zusammen geschafft. Also es ist ja nun nicht so, dass wir nichts geschafft hätten. Wir sind Großmeister der Lalu. Bei den Kriegergilde sind wir auch schon gut davor. Da fehlt auch nicht mehr so wahnsinnig viel, sag ich mal so. Was ist eigentlich der nächste Rang bei denen? Fällt mir gerade mal so ein. Verteidiger, okay. Das ist ja nicht mehr so weit entfernt. Natürlich eine pestkranke Ratte, ne? Das war ja klar. Hauptsache, ich fange mir nicht die Schwarzherzfäule ein. Wunderbar. Danke. Und schon gehen wir wieder rein. So. Jetzt können wir tatsächlich mal die Tür mitnehmen hier. Wie ist das eigentlich? Ne, die wollte ich nicht machen. Daldur Isseris. Den haben wir, glaube ich, sogar schon getötet. Kann das sein? Gebt auf! Ihr seid ja schon fast tot! Na komm schon. Euer Blut wird fließen, nicht das meine. Wer von uns ist denn tot, hm? Tja, scheiße gelaufen, würde ich mal sagen, hä? Schönling? Ein Sklavenschlüssel, wir können Sklaven befreien. Yay, schönes Ding. So, erstmal ein bisschen Wiederherstellung. Boah, hier sind auch noch ein paar Kisten, ey, Alter. Kisten und vor allen Dingen Säcke sind hier auch noch. Also Alchemie gibt es hier auch noch zahlreiche. Alter. Na. Das ist leer. Leer, leer. Okay. Was haben wir hier? Stahlclaymore. Okay. Kein? Kein. Wunderbar. Kein Skoma, kein Mondzucker. Wunderbar. Können wir mitnehmen. Boah, hier. Alter. Stahlsäbel, oh. Interessant. So, dann werde ich mal die Sklaven befreien, würde ich sagen. Befreien, befreien, befreien. Ihr seid frei, Freunde. Ihr könnt eures Weges ziehen. So, ihr seid frei. Ihr seid nicht länger an diesem... Dich kann ich nicht... Wieso kann ich dich nicht befreien? Den kann ich nicht befreien. Ist das ein Spion oder was? Ich habe keine Ahnung. Gut, Freund. Eine Ehre, das ist. Wie viel Platz haben wir noch? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Dann können wir die Reste aus den anderen Kisten oben noch mitnehmen. Ach du Scheiße, hier ist ja auch noch...
Oh, schon wieder voll. Scheiße. Ah, hier. Knochenläufer beschwören. Okay. Und das nächste Ding ist ausgegangen. Jo, wunderbar. Nehmen wir jetzt mal den Kerzenhalter. Mal sehen, wie lange der hält. Wahrscheinlich nicht sehr lange. Ich nehme mal den Alkohol einfach mit. Ich wusste, dass das große Quammereier sind. Das habe ich mir schon gedacht. So, dann haben wir die weg. Das haben wir weg. Oh, dann haben wir ja die Quest erledigt. Wunderbar. Das nehmen wir mit. Das würde ich auch gerne mitnehmen. Das machen wir auch. Dann würde ich sagen, die Reste davon sammle ich dann offscreen ein. Da nehme ich euch nicht mit, weil es ist nicht mehr sehr viel hier. Es ist nur noch das hier und das war es eigentlich auch schon. Es ist wirklich nicht mehr viel. Das mache ich dann aber alleine. Da nehme ich euch nicht für mit, keine Sorge. Ich merke gerade, ich habe immer mehr zu tun offscreen. Ausbringt gutes Geld. Das ist die Hauptsache. So, Molag Amur. Ich wusste es. So. Und tschüss. So, Kleidung. Vielleicht verbrauche ich ja noch einen Hammer. Jo, tue ich auch. Sehr schön. Dann habe ich auch noch ein bisschen Platz für die Viecher. Da wird bestimmt auch was, ein bisschen was dazukommen, viecherbedingt. Zum Beispiel diese Ratte hier. So. Sehr schön, dann ist der Auftrag ja erledigt. Dann kann ich das jetzt abhaken. Werde ich auch machen. Dann gucken wir nochmal, was ich in Zuran da verkaufen kann. Dann würde ich sagen, machen wir uns auch direkt auf den Weg zurück nach Aldruhn. Geben die Quest ab. Und dann schauen wir mal weiter. Beziehungsweise so viel Zeit habe ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Doch eine Viertelstunde ungefähr noch. Das ist ein Scamp, oder? Nee, das ist ein goldener Heiliger. Leck mich am Arsch. Was macht der denn hier? Au. Au, 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 au. Das ist gemein. Au, 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 au. Da rennt mir einfach ein goldener Heiliger über den Weg. Was sage ich denn dazu? Die Klinge muss ich leider erstmal zur Seite legen, genauso wie den Schild. Oh, das sehe ich ja dann auf dem Rückweg. Da rennt mir einfach ein goldener Heiliger über den Weg. Was ist denn da los? Alter! Die Daedra werden langsam präsenter, würde ich mal sagen. Langsam, aber sicher. Holy moly, was ist denn da los? Schmied wird auch nochmal erhöht. Wunderbar, sehr gut. Ah, der nächste Aufstieg kommt langsam näher. Alter, da rennt mir einfach mal ein goldener Heiliger entgegen. Ich glaube, ich werde doch gleich nochmal zurückkehren. Jetzt habe ich einen Grund dazu. Eine verzauberte Vulkanglaswaffe und ein Vulkanglasschild, ein weiterer. Alter. Das nehmen wir doch gleich noch mit. Also da kommt jetzt der Looter King bei mir durch. Was ist denn jetzt noch? Hier ist doch nichts mehr. Jetzt darf ich auch rasten. Sehr schön. Und tschüss. Gut, dann würde ich sagen, entbinden wir uns erstmal von der Quest, indem wir dem Heini Bescheid geben, dass die Quest erledigt ist, dass wir den Banditenanführer erfolgreich getötet haben und seine Bande. Da ist er. Ihr habt Doldur Saris und seine Banditen der Gerechtigkeit übergeben. Haus Lalu spricht euch seinen Dank aus, Weeper. Hier ist das Kopfgeld, das wir vereinbart hatten. 1000 Draken. Sucht ihr spezielle Werkzeuge?
Meine Preise. 1000 Draken Kopfgeld. Auf die paar Banditen, die nebenbei noch recht leicht zu schlagen waren. Also die waren leichter zu schlagen als die oben im Norden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, die waren echt schon ein Kaliber für sich. Aber die unten, die waren ja echt, das war ja gar nichts. Die waren ja echt leicht zu schlagen. So, die Kleidung, Kleidung. Noch irgendwas ja hier, die Bücher, genau, die Bücher. Axtkämpfer, genau, die fressen so viele Bücher. Schalkharz. Die Sachen ruhig auch mit weg, obwohl die Sachen können noch mit weg. Ich glaube, ich nehme mal das Schalkharz und die Läuferfedern mal zurück, weil das ist ja nicht so schwer. Im Gegensatz zu den Sachen, die ich sonst noch dabei habe, wie die hier zum Beispiel. Sind wir nämlich schon bei 337. 390. Und da das ein verharrter Verhandlungsknochen ist. Nee, diesmal schlägt er ein. Ja, wunderbar. Perfekt, dann haben wir den nochmal leer gelootet. Ja, man kann nie genug haben, ne? Wir haben fast 20.000, Leute. Wir, durch unsere letzte Ausgabe für die Festung waren wir auf unter 10.000 runter. Jetzt haben wir schon fast 20.000 zusammen. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, man kann dafür auch bezahlen. Da klappt das dann auch hundertprozentig. Also falls man garantierte Reparaturen haben will, man selber keinen Bock hat oder so, kann man das auch machen lassen. Ich würde es aber nicht empfehlen, weil es auf Dauer recht teuer wird. So, Stahlsäbel. Weg damit. Nein, das behalte ich. Das bleibt schön in meinem Besitz. Ein Langschwert könnt ihr haben. Stahlclaymore. Und den Streikkolben könnt ihr haben. War klar, dass er ablehnt. Aber so nimmt er an. Wunderbar. Gut, dann holen wir jetzt noch die Reste. Und dann kehre ich auch gar nicht erst mehr nach Suran zurück, denn dann kehren wir direkt nach Altruhn zurück. Ist, glaube ich, ein Deal, oder? Ja, würde ich mal sagen, oder? Das bisschen Zeit. Und dann können wir uns vielleicht noch eine schöne Beförderung abholen. Mir war fast, als würde ich euch kennen. Ja, es könnte sein, dass wir uns kennen. Immerhin bin ich der Großmeister der Lalu. Könnte schon hinhauen, dass wir uns kennen. Mein Freund. Das war echt eine Überraschung, dass uns da mal eben so ein goldener Heiliger über den Weg lief. Mal eben so. Völlig random. Einmal getroffen, zack, ist er da. Oder sie. Ich sollte eher sagen, sie. Das sind ja Frauen. Wie man unschwer sehen konnte. Obwohl die recht blechern klingen. Das finde ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen schade, dass sie so blechern klingen. Dass sie zuerst so ein bisschen wie Maschinen wirken, obwohl sie gar keine Maschinen sind. Die sind nämlich keine Maschinen. Das sind genau, das sind eigentlich auch sowas ähnliches wie dätrische Wesen eigentlich. Kanglers Schild und die Klinge. Dankeschön. So. Super, jetzt wird es auch noch dunkel und es stürmt. Klasse. Das ist eine perfekte Bedingung, um jetzt unterwegs zu sein. Da hinten sehe ich ein Eilid. Au. Au. Also eigentlich gab es in dieser Aufnahme nichts, was es nicht gab. Fast. Eigentlich. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was es nicht gab. Wir hatten neue Gegner. Nicht gerade wenig. Ich habe euch ein bisschen die dätrischen Ruinen gezeigt. Was hatten wir noch? Ja, wir haben zahlreiche neue Gegner, wie gesagt. Auch zahlreiche dätrische Gegner. Ne? Wir haben den Dätroth. Wir haben den... Wir haben den Scamp. Wir haben... viele Banditen erledigt, wir haben Nekromanten erledigt, wir haben Untote erledigt, reihenweise. Wir haben den Dätroth gesehen, das erste Mal. Ein mächtiger und mächtiger Dädra. Dann haben wir noch den Flederschatten heute kennengelernt, mit dem ich auch überhaupt nicht gerechnet habe, dass der schon kommt. Sie ist auch ein weiblicher Gegner. Den Feueratronach haben wir gesehen, den Sturmatronach haben wir gesehen. Habe ich einen Atronaken vergessen? Nee, ich glaube, das waren alle. So ziemlich. Was denn jetzt schon wieder? Eine gesunde Ratte. Die wollte gerne noch mit. Okay, da kommst du auch noch mit.
So. Gut. Dann räumen wir jetzt Dann räumen wir jetzt die Höhle endgültig leer. Indem wir jetzt die restlichen Sachen mitnehmen, die es hier noch gibt. Nämlich die Sachen, die genau in diesen Sachen hier, in diesen Kisten hier drin sind. Genau. So. Die Rückkehr. Welch Vergnügen. Bitte sprecht. Beförderung. Eure Talente sind bemerkenswert. Hält sehr viel von eurer Arbeit. Jeder ähnlich geartete Auftrag stärkt den Ruf der Kriegergilde. Ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Das Kaiserreich beauftragt die Kriegergilde mit der Versorgung der Festungen und Minen. Werdet ihr bereit, eine Ladung Flynn zur Elite-Pal-Mine zu bringen? Ja, kann ich machen. Alter, 20 Flynn! Bringt es Dagor, Dangor. Er ist ein Boss mehr. Der ist am Fuß des Roten Berges arbeitet. Nur ein Stück westlich vom Zainab-Lager. Die Zainab sind die Aschländer der Grünwald. Ach du Scheiße. Liefert den Flynn einfach zu Dangor an den... Ja, super. Ich hoffe, er hat das auf meiner Karte markiert. Ich wüsste nämlich gerne, wo das Lager ist, das Sign-Up-Lager. Telmora, fragt dann Telmora in einem Heimischen nach dem Weg zum Sign-Up-Lager. Oder nach Foss. Können wir erleben. Zwischen dem Roten Berg und der Ostküste. Zwischen der Küste und dem Roten Berg. Hier, ich markiere. Ah, super. Er markiert es auf der Karte, wunderbar. Du Scheiße, jetzt sollen wir auch noch in den Osten gehen. Alter. Erst gehen wir in den Norden, jetzt sollen wir in den Osten. Alter, was willst du eigentlich von mir, ey? Meinst du nicht, dass das ein bisschen zu viel verlangt ist, mein Freund? Wartet mal. Eigentlich müsste die Kriegergilde doch Betten haben. Die müssten wir doch eigentlich nutzen dürfen. Eigentlich. Ja, dürfen wir auch. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die jetzt gesagt hätten, nein, das ist mein Bett. Das hätte mich jetzt gewundert. Gut, wir haben also 20 Flynn bekommen. Den sollte ich nach Möglichkeit nicht verkaufen. ja. Akrobatik ist auch auf 58. Ey, ich drehe am Teller, ey. Ich glaube, ich werde gleich nochmal den Tempel besuchen. Ich will mal gucken, ob die Beschwörungszauber haben. Haben wir noch irgendwas? Ja, genau. Wir haben noch ein bisschen was an Rüstung und Waffen. Was ich gerne noch loswerden würde. Der Mädel, den nimmst du ja gerne. Ah, super. Nochmal ein paar Schmiedehämmer. Wunderbar. Nehmen wir gerne entgegen, auch wenn ich draufzahlen muss. Das ist mir dann auch egal. Jo! Alter! Das ist doch ein bisschen viel. Scheiße. Also muss ich die Waffen wahrscheinlich weit unter Wert verkaufen. Das ist ja ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Oh ja. Das ist ja blöd. Sprung, 20 Punkte. Ja? Knochenläufer beschwören. Ich würde mal einen der... Ja gut, bringt sowieso nichts. Ja komm, dann nimm den vollen Preis. So. Scheiße, wir können hier das gar nicht verkaufen. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ich hätte gedacht, wir könnten ihr das jetzt mal eben verkaufen. Aber ist zu wertvoll. Das heißt, wir können die Waffen nur weit, weit, weit unter Wert verkaufen. Mist. Das ist ja echt blöd. Aldrun-Tempel. Mal gucken, was der noch so zu bieten hat. Danach würde ich auch sagen, machen wir Feierabend. Dann ist auch Schluss für heute. Nicht nur für heute, sondern erstmal auch in nächster Zeit für mich mit Morrowind. Das reicht wirklich erstmal. Also wir haben jetzt dann bis Mitte Mai Parts. Also ich denke mal, das reicht dann von einem Urlaub zum anderen. Wie geil ist das denn? Sprecht zu mir. Verzaubern. Nein, ich brauche Zauber, wenn... Hat hier keiner Zauber? Doch, hier, du. Schallendor Spiegel. Pestresistenz ist auch nicht verkehrt. Frost, Blitz. Orkstärke. Festigen Stärkung. Festigen Konstitutionen und Tote. Ja, toll.
Untote vertreiben ist zwar ganz nett, aber nee, das ist nicht das einzig Wahre. Was ist das denn hier? Göttliche Hilfe? Lebenskraft, Lebensenergie festigen, Magieschutz, Prüfung des heiligen Olms, Pestresistenz. Nee, Leute, das ist... Nee. Was wünscht ihr denn? Das ist leider nicht das Richtige. Was? Hä? Ich habe beschlossen... Ach, du bist das! Ich wollte gerade sagen, so, hä, wer ist das denn jetzt? Ah, jetzt weiß ich. Das war der, den wir davon überzeugt haben, seine Schulden zurückzuzahlen, weil das ja eben halt unnötig ist, was er da gemacht hat. Hast du vielleicht nur für die Unsrigen? Ja, du kannst mich auch mal. Danke. Haben wir hier keinen... Ah, toll. Also den einzigen Beschwörungszauber, den sie hier haben, ist Untote vertreiben. Super. Ja, ich glaube, das ist immerhin ein Anfang. Also ich glaube, ich werde den Zauber tatsächlich mitnehmen. Nein, dich wollte ich nicht haben. Ich wollte den Priester haben, der die Zauber verkauft. Da. Dann gib mir die Zauber und Tote vertreiben. Dann habe ich immerhin einen Zauber für die Beschwörung. Der muss dann erstmal ausreichen. Was bildest du eigentlich aus? Nur für die unsrigen Dunkelelf. Ja, komm. Finde ich vor allen Dingen auch toll, dass sie uns Dunkelelf nennen, obwohl sie es selber eigentlich gar nicht mögen. Aber gut, okay, das ist ein anderes Thema. Ihr seht, ich speichere jetzt ab, denn es reicht mir jetzt langsam wirklich. Ich werde langsam müde. Ich habe auch keine Lust mehr jetzt. Es reicht wirklich. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Es wird jetzt lange Zeit erstmal keine Aufnahme folgen. Ich werde dann auch wahrscheinlich nicht mehr in Alt-Ruhn sein. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ich werde offscreen ein bisschen weitermachen, aber nicht mehr heute. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr es gucken werdet. Bleibt mir hoffentlich weiterhin gewogen bei diesem Projekt. Ich weiß, Morrowind ist ziemlich lang, aber es lohnt sich. Finde ich zumindest. Dieses Spiel hat es mehr als verdient. Und ich denke mal, in der nächsten Aufnahmesession nähern wir uns vielleicht schon dem Ende der Kriegergilde. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.